Herzlich willkommen hier zu Engagiert in der Region aus der Bermuda Bar des THC in Brühl. Und bei mir ist heute Andreas Heinen von den Troisdorf Jets. Hallo Andreas. Hallo Beatrix. Andreas, Football, das ist ein Sport, der in den letzten Jahren eigentlich in Deutschland erst so richtig an Popularität gewonnen hat. Wie lange gibt es die Troisdorf Jets schon und wie lange bist du schon dabei? Also die Troisdorf Jets gibt es schon seit 1980. Also wir haben jetzt gerade im April quasi den 41. Geburtstag gefeiert. Ich bin seit 2000 bei den Jets, war vorher in Köln und bin dann ein bisschen rumgereist und bin bei den Jets dann angekommen und dort auch hängen geblieben seitdem. Ja, jetzt bist du heute Head Coach, warst früher selber aktiver Spieler, bist auch Pressesprecher des Vereins. Richtig. Und auf eurer Website steht ganz groß One Team, One Family. Ja. Ist der Anspruch, ein Verein für die ganze Familie zu sein, etwas, was für euch komplett im Mittelpunkt steht? Ja, das kann man auf zwei Ebenen betrachten. Zum einen ist es tatsächlich so, dass wir für die ganze Familie irgendwas anbieten wollen an Sportarten. Das von der jüngsten Jugendmannschaft bis zu den Cheerleadern kann ja jeder bei uns Sport treiben auf allem Niveau. Aber halt auch das Gefühl, was innerhalb der verschiedenen Mannschaften, der unterschiedlichen Mannschaften läuft, ist halt schon immer noch sehr familiär. Ja. Das ist halt auch ein ganz wichtiger Punkt bei uns, dass wir zwar leistungsorientiert Sport treiben wollen, also wir wollen ja gewinnen, ist ja klar, aber trotzdem alles auf einem guten Umgang miteinander basiert. Ja, aus wie vielen Mannschaften besteht momentan der Verein? Also wir haben aktuell 6 Mannschaften, die aktiv im Ligabetrieb wären oder sind. Das fängt an von der U10, da sind wir einer der ganz wenigen Vereine in Deutschland, die die Altersstufe überhaupt anbieten. Nächste Altersklasse ist U13, dann U16, U19 und dann haben wir noch darüber noch 2 Herrenmannschaften. Auch das ist nicht mehr so oder nicht so oft, nicht so häufig in Deutschland, dass es eine zweite Herrenmannschaft gibt sogar. Ja, jetzt gibt's ja das Klischee, dass ein Footballer immer so eine riesige Kante eigentlich ist. Nee, das ist so, ist kein Klischee. Das ist auch wirklich so, das macht nicht nur die Sportkleidung. Ja. Aus deiner Sicht, was braucht es, um tatsächlich ein guter Footballer zu sein, aber auch um ein guter Footballer zu werden? Boah, das ist ein sehr komplexes Thema. Das Schöne am Footballsport ist, glaube ich, dass wir für jede Statur, für jedes Talent ein Plätzchen finden können. Also es gibt ja unterschiedliche Spielpositionen beim American Football, die wiederum verschiedene Talente erfordern. Der eine muss vielleicht ein bisschen schneller sein, der andere muss einen Ball gut fangen können. Dann haben wir wiederum ein paar Leute dabei, die ein bisschen mehr Gewicht auf die Waage bringen und da aber auch trotzdem eine extrem wichtige Position einnehmen. Also ich glaube, Football ist tatsächlich ein Sport, den jeder machen kann. Ja. Ja. Jetzt haben sicherlich viele Angst vor der Verletzungsgefahr. Ist die höher als in anderen Sportarten? Nee, glaube ich nicht. Also bei uns passieren Verletzungen, ist ganz klar. Wie in jedem anderen Sport auch. Es gibt ganz viele, ich sag mal so, Kleinigkeiten, kleine blaue Flecken. Hier mal ein Kratzer, da mal eine Prellung oder so. Das gehört bei dem Sport sicherlich mit dazu. Das ist ganz normal. Richtig schwere Verletzungen passieren zum Glück relativ selten. Und ich glaube, da sind wir nicht anders aufgestellt als andere Sportarten auch. Also es muss keiner Angst haben, wenn er sich überlegt, ich möchte jetzt Footballer werden und muss das dann seinen Eltern verklickern, dann muss er keine Angst haben, dass die Eltern sagen, oh Gott, da verletzt du dich deutlich mehr als beim Fußball oder beim Handball oder beim Basketball. Nee, auf keinen Fall. Was man nicht vergessen darf, wir haben ja eine ganze Menge gut ausgebildeter Coaches, die wiederum dafür sorgen, dass die Spieler, gerade die neuen Spieler, Football von klein auf anfangen zu lernen. Also es ist ja nicht so, dass wir da jetzt irgendeinen Riesentypen hinstellen und den dann auf so einen Anfänger loslassen und der den dann in 2 Teile bricht. Das gab es früher mal, wahrscheinlich so in den 90ern, als ich angefangen habe, aber heute machen wir das nicht mehr. Also wir sorgen schon sehr dafür, dass die Leute langsam an den Sport herangeführt werden, die Intensität steigert sich langsam und die Leute gewöhnen sich dann einfach an den Kontakt. Ja. So als Trainer hast du ja nochmal einen besonderen Blick, sagen wir mal, auf das sportliche Können, was Menschen auch mitbringen oder worin sie trainierbar sind. Woran würdest du Naturtalent erkennen? Tja, auch das ist wieder, muss man differenziert betrachten, weil es eben so viele verschiedene Spielpositionen gibt beim Football. Es gibt Leute, die können blind einen Ball fangen. Die haben so eine unglaublich gute Hand-Auge-Koordination, das mit dem Helm auf, mit eingeschränktem Gesichtsfeld, aus der Bewegung, über die Schulter, solche Dinge. Da gibt es manchmal Leute, dann steht man daneben und sagt,
Woher kann der das? Ja. Wieso kann der das so gut? Manchmal sind das Leute, die kommen schon aus anderen Ballsportarten, dass sie da schon so ein bisschen dran gewöhnt sind. Mhm. Was wir so im Bereich der Offense-Defense-Line häufig sehen, sind Leute, wenn die zum Beispiel aus dem Kampfsport kommen, ursprünglich mal geboxt haben oder Judo meinetwegen auch, dass die keine Angst vor dem Körperkontakt haben. Mhm. Auch das ist oft ganz hilfreich, dass man sieht, boah, das ist ja cool. Das ist ein Rohdiamant, der da rumläuft gerade, ne? Und derjenige hat kein Problem damit, auf andere zuzulaufen, auch mit ihnen zusammenzuprallen. Also genau. Da, wo man naturgegeben vielleicht ausweichen wollen würde, um den Schmerz zu vermeiden oder den Aufprall zu vermeiden, bei euch geht es ja darum, darauf zuzulaufen. Genau. Also man hat natürlich so eine Hemmschwelle. Man will ja grundsätzlich erstmal keinen anderen Menschen verletzen und die muss man so ein klein bisschen überwinden. Und das habe ich ja vorhin gesagt, durch dieses langsame Heranführen lernt man das. Man wird sicherer in den Techniken. Auch Football ist eine sehr technische Sportart, auch wenn man es von außen vielleicht nicht sieht. Und dann geht das irgendwann, ja. Dann kann man das auch mit voller Geschwindigkeit machen, ja. Es geht. Was würdest du sagen, bei so einem großen Verein, wie viele Mitglieder seid ihr jetzt insgesamt? Wir sind knapp 350, ein bisschen mehr gerade so. Das ist ja auch schon eine Menge Menschen, die durchaus Management braucht, ein ganzes Stück weit. Was würdest du sagen, aus der Sicht des Pressesprechers, aus der Sicht auch des Coaches, der ja auch relativ weit oben schon steht in so einem Vereinsgefüge, was sind die größten Herausforderungen, denen ihr euch stellen müsst? Auf der einen Seite jetzt in den letzten Monaten natürlich, aber auch generell in so einem Vereinsleben. Also ich glaube, der große Unterschied beim Football zu anderen Sportlern ist es alleine die Mannschaftsgröße. Ja. Gerade im Herrenbereich haben wir nicht selten Kader mit 60, 70 Spielern. Das heißt, das ist wie eine kleine Firma, die man leiten und führen muss, wie so eine Personalabteilung. Total. Und da ist ganz wichtig, dass man die Arbeiten auf mehrere Schultern verteilt. Ja. Was wir in den letzten Jahren sukzessive eingeführt haben, war, dass jede Mannschaft einen Teammanager oder eine Teammanagerin bekommt, die für viele administrative Aufgaben zuständig sind. Das war die beste Entscheidung, die wir machen konnten, weil so können sich die Coaches auf das Sportliche konzentrieren. Der andere Bereich wird gut abgedeckt und das ist schon super. Jetzt ganz speziell im vergangenen Jahr war natürlich die große Herausforderung, die Leute bei der Stange zu halten. So im vergangenen Jahr, letztes Jahr ging es noch ganz gut. Da hatten wir schnell wieder eine Perspektive. Wir konnten schnell wieder aufs Feld, konnten trainieren, konnten zum Ende hin sogar so ein, zwei Freundschaftsspiele noch machen. Und jetzt in diesem Jahr, boah, ist es wirklich zäh. Ja. Ja, also wir hoffen gerade alle drauf, dass wir noch einen Spielbetrieb bekommen. Abgespeckt zwar, in abgespeckter Form. Ab August könnte das funktionieren. Aber es ist halt, wir drücken halt alle die Daumen gerade. Und die Spieler jetzt bei der Stange zu halten, ist, glaube ich, unsere Hauptaufgabe aktuell. Und auch die Fitness zu erhalten. Ja, absolut. Das war im letzten Jahr schon schwierig. Und da hatten wir nur 2 Monate Pause, wo die Spieler schon deutliche Leistungseinbußen gehabt haben. Und jetzt seit November bis, ich glaube, Februar, da waren wir wieder anfangen durften, das war schon extrem. Also da die Spieler, wir haben zwar parallel was gemacht, aber es ist halt was anderes, ob man draußen trainiert und footballspezifisch was macht oder zu Hause ein Online-Fitness-Training absolviert. Ja. Ihr seid als Verein ja auch durchaus von Sponsoren abhängig. Wie lief das in den letzten Monaten? Haben die euch weiter den Rücken gestärkt? Gab es Sponsoren, die vielleicht dazugekommen sind oder auf der anderen Seite auch so Momente, wo ihr wusstet, jetzt verlieren wir vielleicht jemanden, weil wir nicht das bieten, was wir eigentlich Sponsoren anbieten können? Ja, also die Angst war natürlich immer da, spätestens im vergangenen Jahr, als der Ligabetrieb abgesagt wurde, weil halt alle Gegenleistungen, die man als Verein bieten kann, von der Pressearbeit angefangen über einen Livestream, den wir haben, über ganz normale Promo-Aktionen, konnten wir alles nicht mehr, war alles gestrichen. Und wir haben tatsächlich das große Glück gehabt, dass uns unsere großen Sponsoren wirklich den Rücken freigehalten haben im vergangenen Jahr. Da sind wir mega dankbar für gewesen. Gerade die Stadtwerke Troisdorf sind unser Hauptsponsor, Trikotsponsor. Die haben wirklich mit keine Sekunde gezögert und haben gesagt, hey, wir wissen, euch geht's gerade nicht gut als Verein. Wir unterstützen euch aber weiter, macht euch keine Sorgen, es läuft. Also da sind wir wirklich mehr als dankbar gewesen, ja. Jetzt habt ihr ja auch intern nach neuen Wegen gesucht. Und habe tatsächlich was auf die Beine gestellt, was jetzt auch längst nicht jeder schafft, obwohl das sich immer schön vorstellt. Ihr habt einen eigenen Podcast gegründet und habt jetzt gerade auch schon die 20. Folge gesendet. Wie kam es dazu? Ja, das sind zwei altgediente Troisdorf Jets Recken, die sich überlegt haben, wir haben gerade Langeweile, wir können keinen Sport machen, also machen wir was Neues. Haben sich ein bisschen mit dem Thema Podcast befasst, haben das ausprobiert, haben Blut geleckt und sind seitdem Feuer und Flamme und machen jede Woche einen Podcast, der besser ist als der vorherige. Und das ist eine richtig coole Nummer. Macht echt Spaß.
Wie entwickeln die beiden die Themen? Arbeiten die da auch mit dir zusammen oder ist das völlig frei von der Leber weg? Nee, das machen die komplett selbstständig. Also da lasse ich auch meine Finger raus, weil das machen die Jungs so super. Die kriegen Input von außen, also die lassen sich beeinflussen. Wenn jemand sagt, hey, berichtet doch mal darüber, macht doch mal einen Podcast zu dem Thema, dann nehmen die das durchaus auf. Für was ihnen ganz besonders am Herzen liegt, sind halt unsere ehemaligen. Wir nennen die bei uns Jets Veterans, also die Veteranen, die früher mal gespielt haben, auch Coaches, die dann gerne mal eingeladen werden. Zum Beispiel vor einer, zwei, drei Wochen war der erste Head Coach der Trostorf Jets in den 80ern live aus Amerika zugeschaltet. Und oh, wie schön. Also nein, das machen die Jungs komplett eigenständig und die sind so kreativ und die haben so einen Bock darauf. Da wäre jeder Einfluss von außen wäre eine Katastrophe. Und das bleibt auch so, dass die beiden das machen, auch wenn Corona vorbei ist und alles wieder normal läuft. Also wir hoffen es. Also die Jungs machen es super, haben da Bock drauf. Vielleicht wird die Frequenz irgendwann mal weniger. Das mal so. Wir machen das alle zwei Wochen nur noch. Aber bis jetzt, ja, gerne weiter so. Das ist super. Das heißt, es gibt eine ganze Menge Angebote. Andreas, wenn Eltern sich mit dem Gedanken tragen, dass ihr Kind doch vielleicht auch im Football eine gute Sportart finden könnte, was würdest du den Eltern raten? Bringen sie ihr Kind einfach mal vorbei? Kommen die zum Probetraining? Muss das Kind schon bestimmtes sportliches Können mitbringen? Was ist da wichtig? Im Kinderbereich müssen die eigentlich gar nichts mitbringen. Die können kommen, sollen reinschnuppern. Die ersten paar Male findet das Training meistens ohne eine Ausrüstung statt. Aktuell sowieso schwierig in der Situation, aber dann lernen die Kinder relativ schnell, wie so diese Gefüge sind innerhalb einer Mannschaft, wie so ein Training abläuft. Und dieser Teamcharakter, der immer groß im Vordergrund steht beim Football, ist für die kleinen Kinder, nicht nur für die Kinder, für die Erwachsenen auch, ist halt schon extrem wichtig. Also die sollen einfach vorbeikommen und mitmachen, das ist super. Ja, das Schöne ist ja bei euch, dass auch am Ende ja jedes Kind, egal welche Kondition, welches sportliche Können, welches Vorwissen, welche Bedingungen immer es mitbringt, ja jedes Kind willkommen ist und bei euch mitspielen kann. Ja, ne? Ja. Also auch ein großer Vorteil von American Football gegenüber anderen Sportarten, dass wir eben, habe ich glaube ich vorhin schon gesagt, für jede Statur, für jedes Talent finden wir irgendwo ein Plätzchen. Ja. Und gerade im Kinderbereich haben wir ganz oft die Situation, dass kleine Kinder schon vielleicht ein paar Kilo zu viel auf den Rippen haben und in wenigen anderen Sportarten überhaupt Anschluss finden. Ja. Und im Football erleben wir das so oft, dass sie zu uns kommen und zum ersten Mal in ihrer sportlichen Karriere als Kind sogar noch was Positives mit Football oder mit Sport in Verbindung bringen, was sie vorher nicht kannten, weil sie halt immer irgendwie vielleicht zu dick sind für andere Sportarten oder ich sag mal, vielleicht im Schwimmunterricht, ne, dass man dann, oh, das haben wir die Speckröllchen, sieht dann unangenehm und so Geschichten. Und beim Football sind gerade die stabilen Kids, sind für uns wie kleine Rohdiamanten, sind super. Also je mehr von denen kommen, umso besser, weil genau die brauchen wir später auf dem Footballfeld und ohne geht's nicht. Ohne die Kids geht's nicht. Plus, es ist natürlich ein, du sagtest ja schon, technisch sehr anspruchsvolles Spiel, aber es ist eben ein Teamsport. Ja. Auch wenn vielleicht eine einzelne Person, so ein Quarterback zum Beispiel, glänzt, aber es ist ein wahnsinnig strategisches Spiel, was ja auch ja zu Recht ja häufig Rasenschach mit Gladiatoren oder mit Kühlschränken genannt wird, weil unglaublich viel Strategie dahinter steckt. Jetzt ist Strategie ja für dich als Headcoach auch so ein großes Thema. Kann man oder inwieweit kann man Strategie lehren? Ist das die Spieler einen Blick lehren? Ja, also es gibt auch da wieder ganz klar für verschiedene Spielpositionen, die lernen, ihren Gegner zu lesen. Mhm. Was eine große Rolle spielt, ist natürlich die Spieltagsvorbereitung. Also es ist ja nicht so, dass wir heute ist ein Spiel, wir stellen uns hin und spielen, sondern in der Woche vor dem Spiel findet schon ganz, ganz viel Vorbereitung auf Coaches-Seiten statt. Wir schauen uns Videos an von dem Gegner, gucken uns vielleicht ein Spiel an, was wir live sehen können, informieren uns über Social Media, über den Verein, über die Mannschaft, über die Spieler. Gibt es irgendwas Besonderes? Also man versucht schon sehr, sehr detailliert rauszufinden, wen treffe ich am nächsten Wochenende? Was sind das für Leute? Man kennt die Coaches vielleicht schon ein paar Jahre, man weiß, was das für ein Typ ist, welche Taktikvarianten der bevorzugt und. Also das spielt eine Rolle. Und im Laufe der Woche als Spieltagsvorbereitung bereitet man die Spieler dann tatsächlich genau exakt auf diesen Spieltag vor. Okay. Ja, die wissen also eigentlich ganz genau, was auf sie zukommt. Es sollte möglichst wenig Überraschungen geben. Und dann, das ist halt dann so der Taktikanteil an dem Spieltag selber. Und in der Ausbildung der Spieler bringt man den Spieler bei, auf bestimmte Situationen zu reagieren. Mhm.
Einfach, dass sie so ein Grundwissen haben. Ich sage jetzt mal aus der Sicht der Offense, also des angreifenden Mannschaftsteils, sollte ich schon wissen, wie eine Defense-Strategie funktioniert. Und die auch erkennen auf dem Feld und zu wissen, welche Vor- und Nachteile hat die, um dann entsprechend selber darauf dann reagieren zu können. Ja. Das heißt, wenn die Zuschauer in so einem Stadion, was es ja auch eines Tages wieder geben wird, wenn die Zuschauer ganz laut Defense, Defense rufen, dann ist klar, dass der Zuschauer sich gerade was anderes wünscht als das, was auf dem Platz stattfindet. Eigentlich nicht. Also, eigentlich nicht? Nee. Also wenn die Defense Defense rufen, ist das schon, um die Jungs richtig anzufeuern und heiß zu machen. Dann ist ja die eigene Defense in der Regel auf dem Feld und soll versuchen, den Gegner daran zu hindern, Punkte zu machen. Oder eben vielleicht sogar den Ball wegzunehmen oder einfach eine coole Aktion zu machen. Und was ein Riesenfaktor ist, ist die Lautstärke der Zuschauer. Mhm. Wenn die Defense auf dem Feld ist, dann ist man so laut, wie es nur irgendwie geht auf der Tribüne. Okay. Damit für den gegnerischen Quarterback es schwieriger wird, weil der Lärm, ne, kann sich nicht so gut unterhalten mit seinen Mitspielern und so. Ah. Das spielt eine Riesenrolle. Also gerade im Profibereich, wenn man in die USA schaut, so Seattle Seahawks sind, glaube ich, dafür bekannt, dass deren Zuschauer die lautesten Zuschauer, glaube ich, der NFL sind. Also das ist ein Faktor, absolut. Das heißt, Zuschauer sind ein Unterstützungsfaktor, aber Cheerleader sind ja auch ein Unterstützungsfaktor. Jetzt kann man bei euch auch cheerleaden. Ja. Die Frauen, die nicht Football spielen wollen. Weil eine Frauenmannschaft gibt es bei euch nicht oder gibt es ja ohnehin relativ selten. Aber die Cheerleader, Andreas, die suchen ja momentan auch dringend nach Nachwuchs, nach Verstärkung. Ja, also die suchen genauso nach Verstärkung wie alle anderen auch immer. Also ich glaube, je mehr, desto besser. Ja. Das Gesamtbild ist natürlich schöner. Wenn du das jetzt gerade schon so ansprichst, natürlich verknüpft man Cheerleading immer mit Football. Ne? Das sind halt die hübschen Mädels, die an der Sideline stehen mit ihren Pompons und da rumpuscheln und dann einfach gut aussehen und die Mannschaft anfeuern. Aber tatsächlich, und auch da muss ich zugeben, musste ich mich vor ein paar Jahren eines Besseren belehren lassen, Cheerleading ist ein wirklich harter Leistungssport. Und die Mädels nehmen ja bei euch auch an Wettbewerben teil, richtig? Ne? Ja, also sie können an Meisterschaften teilnehmen, wenn sie denn stattfinden und können dann um Platzierungen kämpfen. Da gibt es auch 1000 verschiedene Kategorien. Und wenn man die Mädels dann mal bei einer Meisterschaft sieht, also die sind teilweise mehr getaped, Bandage hier und als ein Footballspieler. Also das ist schon also vergleichbar mit dem, ich glaube, hier in der Region im Karneval, das ist Tanzsport, ist eine Riesennummer natürlich. Und die arbeiten ja auch knüppelhart. Ne? Also das ist ja auch Leistungssport, was sie da betreiben. Ja. Und das ist beim Cheerleading genauso tatsächlich. Und auch das kann man bei euch machen? Ja. Das heißt, wenn man Interesse hat, es gibt sowohl die jüngeren Mädels als auch ist es eine Seniorenmannschaft? So wirklich Senioren sind es nicht, sind immer noch sehr jung. Genau. Aber man kann jederzeit auch da zum Training vorbeigucken, kann reinschnuppern und schauen, ob das was für einen ist. Wenn du so ein bisschen in die nächsten Jahre, in die Zukunft des Vereins guckst und du dürftest dir was wünschen, was würdest du dir wünschen? Ich persönlich für mich jetzt? Also ich würde mir sehr wünschen, dass wir mal mit den Trostorf Jets in der ersten Bundesliga spielen irgendwann. Das habe ich immer schon gesagt, das wäre mein großer Traum, das zu schaffen. Das ist ein sehr, sehr, sehr weiter und langer Weg bis dahin. Aber das wäre natürlich schon der Hammer, wenn das mal gelingen würde. Ja. Es gibt bei euch ja verschiedene Möglichkeiten, Mitglied zu sein. Das bedeutet ja nicht nur aktives, spielendes Mitglied zu sein oder Cheerleader zu sein. Es gibt ja durchaus auch den Booster Club. Es gibt die Sponsorenmöglichkeit. Was gibt es dazu aus deiner Sicht des Pressesprechers auch zu sagen? Was ist da wichtig? Also unterstützen kann man halt auf viele Arten und Weisen. Also man kann als aktives Mitglied sich wirklich aktiv einbringen. Das ist nicht nur der reine Sport, sondern auch im organisatorischen Bereich, wie in jedem anderen Verein auch. Also auch wir brauchen unsere Ehrenamtler, die irgendwas, also wir sind alle ehrenamtlich aktiv bei den Jets. Aber das ist schon ein Riesenfaktor. Jede helfende Hand, die irgendwo mit anpackt, ist herzlich willkommen. Wir haben aber auch genauso gut Leute, die sagen, ich möchte euch unterstützen in Form von einem Beitrag, also finanziellen Beitrag, und sind dann im Prinzip passive Mitglieder. Ja. Der Booster Club, du hast es angesprochen, ist unser Förderverein. Der ist ein eigenständiger Verein, aber dessen Vereinszweck ist es nun mal, die Jets zu fördern in jeglicher Art und Weise. Den gibt es noch nicht so lange, erst anderthalb Jahre. Und das ist natürlich im Prinzip eine reine Unterstützungsgeschichte, wo man, da ist halt viel Herzblut mit dabei. Ne? Das ist schon. Aber ich glaube, Herzblut brauchst du an allen Stellen, egal ob als Spieler, als Coach, als Unterstützer, als Sponsor. Ja. Herzblut ist da immer ganz weit vorne. Ja, absolut.
Football ist ja, ich sag mal, immer eine ambitionierte Amateursportart, muss man das einfach nennen, weil der Aufwand, diesen Sport zu betreiben, ist extrem hoch. Also wir müssen viel trainieren, wir haben eine teure Ausrüstung, die wir mit uns rumschleppen. Viele Spieler nehmen weite Fahrtstrecken auf sich, um zum Training zu kommen und investieren viel von ihrem Geld. Und wir haben keine Profis bei uns. Hm. Das ist ganz selten der Fall. Also wir haben manchmal Spieler aus den USA, die uns unterstützen. Sogenannte Imports nennen wir die dann immer. Die kriegen sicherlich ein kleines Salär, wie so eine Art Taschengeld, kriegen eine Unterstützung, eine Wohnung. Und aber das war's dann in der Regel auch schon. Und unsere Spieler selber kriegen ja nichts. Ja. Also, und da gehört schon extrem viel Enthusiasmus dazu, das auf sich zu nehmen. Und gerade wenn es, also jetzt aktuell spielen wir mit unserer ersten Mannschaft in der Regionalliga. Das ist eine NRW-Liga. Mhm. Die weiteste Strecke wäre jetzt nach Paderborn oder Bielefeld. Das ist alles noch okay. 2019 haben wir in der zweiten Bundesliga gespielt. Da mussten wir dann nach Rostock, nach Berlin. Nee, Berlin war gar nicht, aber Hamburg zum Beispiel. Das sind schon Strecken. Ja. Da braucht man schon viel Begeisterung. Ja. Also gerade Rostock war eine Höllentour, aber ja, schon irre. Andreas, ich wünsche mir für euch, dass das mit der ersten Bundesliga klappt. Ja, danke. Und wenn das in der ersten Bundesliga klappt, dann werden wir hier stehen und werden sagen, wisst ihr noch, wir hatten euch im Interview bei uns vor ein paar Jahren und da hast du den Wunsch schon einmal gesät. Ihr seid die Ersten dieser Fahrt. Sehr gut. Ich danke dir sehr, dass du bei uns bist, dass wir dich all das fragen durften. Vielen Dank. Das war Engagiert in der Region hier aus der Bermuda Bar des THC in Brühl heute mit Andreas Heinen, Pressesprecher und Headcoach der Troisdorf Jets. Danke, Andreas. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Danke. Und wir sehen uns wieder bei Engagiert in der Region. Bis dann. Tschüss.